What shall I do with the Siemens Gangster? What shall I do with the Merkel? Denken wir, dass wir beim Weinen und beim Lachen allein in the morning, yeah. Hooray, up the rises, hooray. Hooray, up the rises, hooray in the morning. Hooray, up the rises, hooray. Up the rises, hooray. Up the rises, hooray in the morning. And an evening also, yeah. Das Erste, was wir machen sollten, ist, wir akzeptieren einfach nicht mehr den Begriff Schuldenkrise. Schuldenkrise ist ein Wort, das unsere Bundeskanzlerin erfunden hat. Schuldenkrise ist Merkel-Deutsch und heißt übersetzt, vergesst ruhig, wer eigentlich schuld ist an der Krise. Und nur mal zur Erinnerung, angefangen hat die Krise, als am amerikanischen Immobilienmarkt Börsenzocker rumgezockt haben. Börsenzocker mit Geldern, die sie gar nicht hatten. Das ist das Schärfste, auf so eine Idee allein zu kommen. Die haben Kredite gekauft und für den Ankauf dieser Kredite selber erstmal Kredite aufgenommen. Stell dir vor, du sitzt in einer Pokerrunde und brauchst dringend Geld. Da sagst du zum Zweiten, leih mir was. Dann sagt der, och, ich hab selber nichts. Aber die Schulden, die der Dritte bei mir hat, die kann ich dir geben. Spitze, sagst du da, als Sicherheit kriegst du dafür vom Vierten die Schulden, die ich bei dem habe. Super, sagen alle und fangen an zu zocken. Frage, wie viel Geld liegt jetzt auf dem Tisch? Und weil sie deswegen fast pleite gegangen sind, mussten wir europäischen Steuerzahler die retten, weil haben die gesagt, uns sonst was Schlimmes passieren würde. Wenn man sowas normalerweise Schutzgelderpressung. Kaum hatten wir sie gerettet, was haben sie gemacht? Sofort weitergezockt. Aber jetzt ging es nicht mehr um Immobilienkredite, jetzt ging es gegen Staatshaushalte, gegen Volkswirtschaften, gegen Griechenland, gegen Irland, gegen Portugal, gegen die Leute, ohne deren Rettungsmaßnahmen diese Zocker gar nicht mehr existiert hätten. Die haben unter unserem Schutzschirm angefangen, gegen uns, ihre Schirmbeschützer, zu zocken. Mit anderen Worten, wir mussten den Banken ihr System retten, um den Banken zu ermöglichen, gegen uns Retter zu wetten. Und weil die Banken diese Wetten gewinnen, gerät ihr System in eine solche Schieflage, dass wir es wieder retten müssen. Nur mal zur Erinnerung, erst haben die Banken über ihre Verhältnisse gelebt. Und weil Europas Steuerzahler zu deren Rettung ihre Haushalte strapazieren mussten, stellen die Banken sich jetzt hin und sagen, die Europäer hätten über ihre Verhältnisse gelebt. Und wenn Angela Merkel das eine Schuldenkrise nennt, dann stellt sie sich auf die Seite der Banken und macht auf diese Weise den Bock unter Umgehung des Gärtners direkt zum Landwirtschaftsminister. Dankeschön. Ich bezahle.
Gott mit dem Mob. Ja, unser Bankhaus! Das ist unser Bankhaus! Meins bleibt meins! Reichtum, wie er singt und lacht! Meins bleibt meins! Reichtum, wie er singt und lacht! Meins bleibt meins! Reichtum, wie er singt und lacht! Der größte Feind des Menschen heißt Kapitalismus. Wenn wir nicht ihn, dann schafft er uns. Wir müssen endlich umverteilen. Achtung jetzt! Umverteilen! Wow! Umverteilen! Lass es down in die Gate! Für uns reicht's, für euch nicht! Für uns reicht's, für euch nicht! Für uns reicht's, für euch nicht! Wir müssen wieder umverteilen! Achtung jetzt! Umverteilen! Danke für die Hartz IV Gesetze, danke an Grüne und SPD, danke, dass ihr die Schere öffnet und tut das nicht weh. Weiter. An alle Volksparteien, die so wir lassen euch bezahlen und bunkern euer Geld. Fakt ist euer Pinke, ihr habt euch verwählt. Wir wollen das behalten. Wir haben euer Geld. Wir haben euer Pinke, uns gehört die Welt. Wenn da noch stillhält, macht sich jetzt selber schuldig. Komm, lass sie deine Wut jetzt spüren. Wieder mit der Reichtumsabgabe her, mit der Armutsabgabe. Denn ihr braucht endlich einen Anreiz, euch anzusteigen, ihr Versager. Wir fordern eine Unvermögenssteuer für alle, die mehr verdienen als 100.000 Euro im Jahr. Also für alle von euch. Ihr verdient es doch nicht besser. Unser Lifestyle hier ist teuer. Wir brauchen keine Reichensteuer. Unser Lifestyle hier ist teuer. Wir brauchen keine Reichensteuer. Wir müssen endlich umverteilen. Reichtum jetzt umverteilen. Oh, umverteilen. Lass uns alle die Geld. Wir müssen wieder umverteilen. Rechtum jetzt umverteilen. Umverteilen. Denn uns allen gehört die Welt. Umverteilen. Einander zur Hilfe eilen. Umverteilen. Das ist gar nicht okay. Wir müssen wieder umverteilen. Einander nur die Haare stellen. Umverteilen. Ja, und als erste Rednerin möchte ich Gabriele Schmidt auf die Bühne bitten. Gabriele Schmidt ist Landesleiterin von Verdi hier in Nordrhein-Westfalen. Hallo Gary von Occupy Cologne. Wie möchtest du dein Vermögen umverteilen? Und den Menschen permanent. Ihr wisst ja, es gehen im ganzen Land Menschen auf die Straße heute.
Insgesamt in der ganzen Bundesrepublik in mehr als 29 Orten sind über 40.000 Menschen auf der Straße heute. In Berlin sind 5.000 Menschen auf der Straße. Ein Applaus für Berlin. In Köln 4.000. In Bochum 6.000. In Frankfurt 5.000. Und in Hamburg 7.000. Und die Frage, die ist nicht nur hier und heute geht, ist: Was soll man denn bloß machen, wenn man angeblich doch nichts machen kann, weil die da oben ja doch machen, was sie wollen? Nun, ich hätte da ein paar ganz konkrete Vorschläge. Besuchen Sie doch einfach mal die Bürgersprechstunden aller Bundestagsabgeordneten Ihres Wahlkreises und lassen sich Ihre Rentenbescheide beglaubigen. Verteilen Sie von den Filialen der großen Bankhäuser Flugblätter mit dem Aufdruck: Der Besuch dieser Bank kann für Ihr Erspartes tödlich sein. Schleichen Sie sich in die nächste Bundespressekonferenz zum Thema Bankenaufsicht und bewerfen Sie den Regierungssprecher mit alten Gummistiefeln. Nennen Sie Ihren Hund Bombe, binden Sie ihn an die Eingangstür eines großen Versicherungskonzerns und befehlen ihm laut und deutlich: Bombe, Platz! Werfen Sie bei Kollekten in katholischen Gotteshäusern hin und wieder mal ein Kondom in den Klingelbeutel. Bepflanzen Sie sämtliche Brachflächen Ihrer Nachbarschaft mit Nutzpflanzen wie Spitzkohl, Wirsing oder Marihuana. Verteilen Sie bei Aufenthalten in öffentlichen Räumen Flugzettel mit der Aufschrift: Das kann doch nicht sein. Oder Sie werden ausführlicher: Das kann doch nicht sein, dass wir von solchen Ignoranten regiert werden. Oder Sie gehen in die Einzelheiten: Das kann doch nicht sein, dass so ein neoliberaler Rotzwirt wie Philipp Rösler, der noch keine Sozialwohnung von Ihnen gesehen hat, von mitfühlenden Liberalismus schwadroniert. Es kann doch nicht sein, dass sich eine frauenpolitisch komplett unterbelichtete Trutsche wie Christina Schröder mit den Erkenntnissen der Frauenbewegung den Hintern abwischt und nichts Besseres zu tun hat, als eine Extraprämie für die bravste Mutti am heimischen Herd auszuloben. Es kann doch nicht sein, dass sich auf dem Friedhof der Sozialdemokratie Karl Liebknecht und August Bebel in ihren Särgen mit Kurt Schumacher und Willy Brandt um die Wette drehen, weil ein Führungstrio aus Eitelkeit, Egozentrik und Selbstgefälligkeit diese Sozialdemokratie in die Bedeutungslosigkeit schwafelt. Hallo Annette von Occupy Cologne. Hallo. Wie möchtest du dein Vermögen umverteilen? Oh, das ist eine einfache Frage. Ich habe kein Vermögen mehr. Ich habe schon alles umverteilt. Dafür. Der Widerstand wächst. Am Dienstag forderten in Spanien 100.000 Menschen vor dem Parlament ein Referendum. Am Mittwoch war Generalstreik in Griechenland gegen Lohn- und Rentenkürzungen. Heute ist in Portugal massiver Protest der Gewerkschaften. Morgen in Paris eine internationale Großdemonstration für ein solidarisches Europa und gegen den Fiskalpakt. Was shall I do mit Hans und Else? Was shall I do mit dir und mir? Ha! Oh nein! In the morning entdeckten wir, dass wir beim Planen und beim Streiten